Guten Abend. Wir haben ja noch immer diese Finanzkrise am Hals. Manche sagen, das wäre schlecht. Aber ich finde, es ist diese kleine Prise Tragik, die das Leben doch interessant macht. Auch in so Situationen, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet, das ist immer das Schönste. Wie zum Beispiel in diesem kleinen Gedicht unter dem Titel Lehrreicher Waldspaziergang. Ich ging im Wald so für mich hin, ganz ruhig, in Gedanken brav. Nach Üblem stand mir nicht der Sinn, bis ich auf eine Dame traf. Die Frau war 30 oder jünger, der Körper kräftiger gebaut. Im Munde hatte sie zwei Finger, auf diesen pfiff sie schrill und laut. Es gelte, Susi, komm mal Fuß, hier wird nicht mehr im Dreck gewühlt. Ich weiß, dass du das gerne tust, du hast es lang genug gespielt. Es folgte eine kurze Pause, das Frauchen setzte einen drauf. Gleich gibt es Leckerli zu Hause. Und schließlich tauchte Susi auf. Die Worte waren abgenutzt, man hat es schon oft gehört, gelesen. Drum hätte ich sicher nicht gestutzt, wäre Susi nicht ein Kind gewesen. Und wo wir beim Thema Tragik sind, ich bin auch mit der Deutschen Bahn angereist. Oh, ja. Und was ich persönlich ein bisschen schade finde, es gibt viele Comedians, die hacken wirklich permanent darauf um und es ist halt dieser Publikumskracher, jeder kennt die Deutsche Bahn, jeder kam mal zu spät. Und danach, wenn einem die Leute das erzählen, ist man danach genauso schlau wie vorher. Da möchte ich gerne mit dem folgenden Gedicht eine Bildungslücke füllen und endlich aufklären, warum die Deutsche Bahn so ist, wie sie ist. Bahnprobleme. Der Dirk, ein Mensch mit Arbeitsplan, vertraute auf die Deutsche Bahn. Was er, wie viele andere Leute, nach langer Wartezeit bereute. Denn wenn der Job am Morgen rief, geriet der Dirk ins Stimmungstrieb und stand am Bahnsteig auf dem Schlauch und sich die Beine in den Bauch. Zwar waren ihm wenige Minuten an Wartezeit noch zuzumuten, doch stellte sich recht bald heraus, es ging darüber weit hinaus, weshalb er immer mit den Letzten bei seinem werten Vorgesetzten am Morgen im Büro sich zeigte und somit mancherlei vergeigte. Dem Chef lag viel an Pünktlichkeit, drum ging es ihm irgendwann zu weit, dass Dirk zu spät zur Arbeit kam. Oft hieß es, Sie sind viel zu lahm. Dirk nahm das als Beleidigung und sagte zur Verteidigung, die Bahn ist wieder einmal schuld, ich bitte Sie um mehr Geduld. Doch weil sein Chef es besser wusste, kam es schließlich, wie es kommen musste. Der Arbeitgeber, angesäuert, bemerkte knapp, Sie sind gefeuert. Dirks Ärger war entsprechend groß. Jetzt saß er nämlich arbeitslos und ohne jeden Zukunftsplan am Straßenrand, dank Deutscher Bahn. Er wollte sich nicht geschlagen geben, doch ihm verging die Lust am Leben. Und so beschloss er eines Tages, was habe ich zu verlieren? Ich mag es. Mit Würde will ich hier versprechen, O Deutsche Bahn, ich werde mich rächen für die Verspätung jeder Reise. Ich schmeiß mich morgen auf die Gleise. Gesagt, getan, es war genug. Er suchte sich den nächsten Zug. Vollendet wurde die Idee von einem Bremer ICE. Aufgrund des kleinen Zwischenfalls, das Rollen über einen Hals, gab es Hürden im Betriebsablauf, die fielen durch Verspätung auf. Und so begann der Spaß von vorn, bei anderen Chefs mit gleichem Zorn. Verspätung wollte keinem passen und mancher wurde wie Dirk entlassen. Die meisten Arbeitnehmer sahen als Sündenbock die Deutsche Bahn und wollten Rachepläne schmieden in Form von Schienensuizid. Der Tod auf Schienen wiederum schmiss jeden guten Zeitplan um, den Arbeitgebern wurde zu viel. Naja, kennt das alte Spiel. Anmerkung, wirfst du dich irgendwann aufs Gleis, bedenk zuvor den Teufelskreis. Das war's. Jetzt denkt man sich, wenn man aus der Bahn steigt, denkt man sich, fahr ich das nächste Mal mit dem Auto? Ja. Und da trifft man dann auf der Autobahn auf ein ganz anderes Kaliber von Menschen. Daher zum Abschluss noch ein Gedicht, das man vielleicht mal rezitieren kann, wenn man auf der Fahrt von Frankfurt nach Weimar unterwegs ist. Unter dem Titel Der PS-König. Wer rast noch so spät durch Nacht und Winde? Es ist Kurt Kevin mit seiner Siglinde. Er hält das Lenkrad fest in den Händen, der Porsche saust fort und die Fahrt will nicht enden. Siglinde, was birgst du so bang dein Gesicht? Kurt Kevin, das ist den Blitzer denn nicht? Den Blitzer, schau, hier ist 30er-Zone. Das interessiert mich, mein Schatz, nicht die Bohne. Er
hat für Bedenken im Hirn keinen Platz. Für ihn ist die Fahrt ein Orgasmusersatz. Vielmehr noch, er fühlt sich im Rasen bestärkt, doch bald wird der Porsche von Dritten bemerkt. Gut, Kevin, und hörst du nicht? Sirenen ertönen mit hellblauem Licht. Beruhige dich endlich, hübsche Glinde, wir kümmern uns nicht um das Bullengesinde. Gut, Kevin bleibt cool und er äußert vulgär. Der Wagen gibt viel und mein Schwanz gibt noch mehr. Das ist unter uns eine faustdicke Lüge, doch stecken wir in stets menschliche Züge. Es geht immer weiter, sie rasen nur auf einen niedrigen Tunnelbau zu. Sie glinde mit kreischender Stimme, jetzt spricht: Gut, Kevin, das passt von höher nicht. Die Decke des Tunnels den Ausruf beweist, indem sie das Dach von dem Wagen umreißt. Gut, Kevin jedoch weiß, ein Lob mich zu sparen. Ich wollte schon in mein Cabrio fahren. Die Mädchen wird schlecht bei der Fahrt durch die Nacht, denn ihr hat das Rasen nur wenig gebracht. Sie glinde ist grün, doch die Ampel zeigt rot. Kurt Kevin folgt somit dem Hirn in den Tod. Dankeschön.